Herzlich willkommen bei uns im Channel Gehacktes aus der Hölle oder Gehacktes from Hell. Wir sind jetzt hier zu unserem Panel Stadt, Land, Digitalisierung, ein Gesellschaftsspiel. Aber bevor wir damit anfangen, ganz kurz ein paar Informationen. Und zwar ist das jetzt hier nicht nur eine reine Situation, wo ihr zuhören könnt, denn ihr könnt auch selbst eure Fragen stellen und loswerden. Da gibt es verschiedenste Kanäle. Zum einen könnt ihr in den RC3 IRC gehen oder auch den Rocket Chat. Da gibt es je einen Channel, der heißt Hashtag RC3 Gehacktes from Hell. Dort könnt ihr eure Fragen stellen. Genauso könnt ihr Twitter nutzen, einfach das Hashtag RC3Hell. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hier an unsere Panel-Teilnehmer oder in die gesamte Runde, könnt ihr die dort einfach stellen. Die landen dann hier bei mir auf magische Weise in einem Pad. Und genau, dann versuche ich, die einzubauen. Und ja, auch sonst, wenn ihr irgendwie twittern wollt, rund um diesen Channel, benutzt neben dem Hashtag RC3 bitte den Hashtag RC3Hell. Das ist halt der genau von uns. Damit kommen wir nun zum Start unseres Panels. Wie bereits erwähnt, Stadtland Digitalisierung, ein Gesellschaftsspiel. Und ich bin sehr froh, heute hier diese Runde begrüßen zu dürfen. Ganz kurz, mein Name ist Carina. Ich gehöre auch zu einem der Projekte hier und zwar zur Alten Hölle, von dem auch hier dieser Channel ist. Werde heute aber rein durch die Moderation leiten und ja, interessierte Fragen stellen. Und ich bin sehr froh, hier begrüßen zu dürfen, zum einen Frederik vom Kodorf, Marco, der Bürgermeister der netten Gemeinde, in der wir uns hier befinden, nämlich Wiesenburg, beziehungsweise hier konkret, wir sind in Wiesenburg-Mark. Dann Martin, mein Mitbewohner und Kollege hier aus der Alten Hölle. Und Janosch vom Smart Village und Coconut. Genau. Das heißt, wir haben hier zum einen mal die politische Seite vertreten, aber auch drei, ja, ich sag mal, Mitstreiter aus Projekten. Und wir beginnen jetzt auch mit einer kleinen Vorstellungsrunde, wo einfach ihr jetzt auch mal selbst zu Wort kommen dürft. Und wir beginnen hier mit Marco und er hat uns auch ein, zwei Slides mitgebracht. So, jetzt noch den richtigen Knopf drücken. Und damit übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank, Carina. Freut mich, dass ich hier sein darf. Alte Hölle, neue Leute ist ja euer Leitspruch geworden, den ich gerne adaptiere für andere Veranstaltungen, denn darum geht es auch um unsere Gemeinde in Gänze. Also die Gemeinde Wiesenburg-Mark ist eine Großgemeinde mit 220 Quadratkilometern, ungefähr ein Viertel von Berlin, aber eben nur 4.200 Einwohner. Wir haben ein Drittel der Einwohner verloren seit der Wende und dementsprechend auch mit der Demografie unsere Probleme und versuchen natürlich auch die Kurve zu bekommen. Denn ich bin heute der politische Part hier. Darf auch seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde sein. Und für uns ist es wichtig, dass wir versuchen, wieder junge Familien herzuholen insbesondere und dass wir die Einwohnerzahl stabil halten. Denn das politische System sieht so aus, dass das Geld, die Mittel, die man vom Land erhält, die bekommt man nach der Einwohnerzahl. Das heißt, Regionen, die schrumpfen, haben wir jetzt ja in Brandenburg die Diskussion um die Lausitz, die werden jedes Jahr durch die Einwohnerverluste weniger Geld haben. Und einen Strukturwandel zu begegnen, indem man jedes Jahr weniger Geld zur Verfügung hat, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Und solange das so ist, werden wir in Brandenburg große Schwierigkeiten haben. Deswegen freut mich das so, dass hier sich eine Gruppe gefunden hat in der Alten Hölle, die diesen Standort entwickelt. Denn da braucht es nämlich mehr als ein paar Leute. Und da sind wir schon beim Thema Land und ländliches Sein. Hier, ich dachte so in der Runde, da wir doch alle irgendwie auch so ein bisschen aus der Stadt sind, glaube ich, ja. Also ich bin ursprünglich aus der Prignitz, das ist in Brandenburg, und habe dann in Potsdam Regionalwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt kleine Städte und Gemeinden mit sinkender Einwohnerzahl, hohe Verschuldung. Ja, also hat das gut gepasst hier im Wiesenburg-Mark. Aber worum geht es den Leuten, die jetzt noch hier sind insbesondere, ja. Einmal geht es darum, dass sie auch eine Wertschätzung haben wollen.
Also nach der Wende sind hier viele Produktionsbetriebe geschlossen worden. Da habe ich ja ein Foto für euch parat, wo ihr seht, da haben wir links oben die Brauerei, rechts ist der Sozialtrakt. Beide Gebäude haben wir als Gemeinde jetzt erworben, um es wieder nachzunutzen und um auch wieder ein bisschen mehr Selbstwertgefühl hier in die Gemeinde zu holen. Das ist extrem wichtig, denn früher haben die Leute hier gelebt und gearbeitet. Heute leben viele nur noch und arbeiten draußen in den Städten. Also müssen wir auch die Arbeitsplätze wieder zurückholen. Und wichtig ist, dass wir versuchen, das kleinteilig zu machen. Also wir haben zum Beispiel so ein typisches 0815-Gewerbegebiet bei uns. Seitdem ich Bürgermeister bin, gab es nicht eine Anfrage von einem Betrieb, der da siedeln wollte. Also weil 5000 Quadratmeter und dann musst du noch eine Halle bauen. Die Nachfrage ist eher kleinteiliger. Ne? Wir haben so viele kleinere Gruppen, die brauchen eine Werkstatt oder die brauchen 2-3 Büros. Und deswegen haben wir noch die Drahtzieherei erworben als Gemeinde. Das ist ein altes Gelände, wo früher fast 400 Leute gearbeitet haben, zu DDR-Zeiten, was dann abgewickelt wurde. Und da haben wir Büros, da haben wir Hallen. Also die Hälfte ist zwar eingestürzt, aber kennt ihr ja alle aus den Städten von den alten Fabrikgeländen. Und das ist natürlich auch etwas, was uns, glaube ich, auszeichnet, gerade als Gemeinde, dass wir diese Nachnutzung von solchen Immobilien, die aber so einen mobilen Charme und auch was durchaus Städtisches haben. Also städtisch meine ich damit, dass man einen Treffpunkt hat, ja, die ja verloren gegangen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Gaststätten denken, die es in jedem Dorf früher gab, die gibt es ja eigentlich nur noch im großen Ort bei uns, in Wiesenburg oder eben auf dem Gutshof, beim Bioladen. Und was wir gern hätten, wäre eben, dass wir gucken, dass wir kleinteilige Betriebe wieder ansiedeln, dass wir es ermöglichen, die Leute, die von zu Hause arbeiten können, dass sie das auch machen können. Also ne? Der Breitbandausbau in dieser Gemeinde, der kommt noch. Und zwar starten wir im Januar. Und bis Ende Juni sollten wir ungefähr 80% dann abgedeckt haben. Ja? Auch die alte Hölle beispielsweise. Und das zeichnet uns, denke ich, aus. Und wir suchen natürlich immer noch Nutzer für die ganzen Immobilien, die wir aufgekauft haben. Wir haben unter anderem auch dort ein Foto von dem alten Sägewerk. Da kommt das Kohdorf, das ist ja Friedrich heute da, der wird was dazu sagen. Wir haben rechts mit den Schornsteinen, das ist eben die Drahtzieherei und darunter die Halle. Und da ganz unten sind wir schon fleißig am Werkeln. Da ist die Rote Villa. Da kommt oben Büros rein, und zwar der EU-Fördermittelstelle. Die LIDA-Mittel kennen vielleicht die einen oder anderen. Das ist extrem wichtig, dass wir diese Stelle auch hier auf dem Dorf haben. Ja? Also in Wiesenburg mit 1200 Einwohnern. Aber eben diese LIDA, dieses LIDA-Büro, wo über 20 Millionen Euro Fördermittel rausgegeben werden, dass man hier die kurzen Wege hat. Das ist, glaube ich, entscheidend, um diese Kurve zu bekommen, die kurzen Wege. Die haben wir auch in der Verwaltung. Wir haben gerade ein neues Team aufgebaut. Ab Januar starten wir durch. Zu viert gibt es ein Projektteam, um eben die Grundstücke zu vermarkten. Ein Schwerpunkt ist dann, dass wir die ausschreiben wollen, und zwar an Genossenschaften oder Sozialunternehmen. Die haben Vorrang und das beste Konzept gewinnt. Also wir sind gespannt, ob das gut ausgeht für uns, und freuen uns natürlich auch über jede Nachfrage. Und wir haben auch so eine kleine Entwicklungsstrategie mal verbildlicht, wenn du die mal einblenden kannst, die Mindmap. Da kommen immer die Projekte dazu, die gerade auch aktuell sind. Und ihr seht jetzt oben schon mal eingebunden, noch relativ klein, die alte Hölle, das Seminarhaus. Gleich angedockt an einem Drahtzieherpark, weil wir dort eben die ganzen Handwerker und so weiter haben, mit denen man sich auch gut vernetzen kann. Und das den Smart Village, Smart City Bereich, wo ja Janosch heute auch da ist vom Coconut und unser Vorsitzender des Smart Village Vereins, den wir zusammen mit Bad Belzig haben. Das ist nämlich auch wichtig, dass wir nicht nur als Gemeinde Wiesenburg-Mark unterwegs sind. Ja, das ist halt, das merke ich immer, wenn ich politisch unterwegs bin. Ich bin halt nur der Bürgermeister von Wiesenburg-Mark, sondern wir haben noch Bad Belzig im Boot, das ist die Kreisstadt. Das ist eine gute Stimmung, die hier in der Region herrscht. Und
lauter interessante Orte, die wir dann miteinander verbinden und die das Ganze interessant machen für diejenigen, die herziehen, aber Angst haben, weil sie niemanden kennen, ob sie sich hier wohlfühlen werden. Und vielleicht zum Abschluss einen Satz noch, dann braucht ihr euch eigentlich keine Gedanken machen, denn das Leben auf dem Land ist eigentlich auch deshalb so schön, weil man sich viele Kontakte gar nicht so aussuchen kann wie in der Stadt. Ja? In der Stadt habe ich so meine Freunde, mein Netzwerk, und auf dem Land ist es halt so, man muss sich dann irgendwie auch kennen, weil das ist derjenige, der den Traktor hat, der das Holz dann holt. Oder ist derjenige, der das Sägewerk hat, wo man das Holz schneiden muss. Also, und das ist auch ganz angenehm, denn wir neigen ja in der jetzigen Zeit dazu, alles in Räume zu packen, ja, auch in digitale Apps und so weiter. Und da sind meine Freunde, da sind die Bekannten, da sind die Leute, die ich date und so weiter. Und hier wird man wieder zurückgebremst auf das eigentliche Leben. Und dafür möchte ich auf jeden Fall werben. Und ich suche noch einen Stadt- und Regionalplaner, ja? Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir die Sicht gesehen und hier auch schon einige Projekte sind aufgetaucht, eigentlich alle Vertretenen. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Teil, nämlich zu der Vorstellung der Projekte, die ihr jetzt schon erwähnt habt. Und anfangen tut da zu meiner Linken der Frederik. Und zwar das richtig, ne? Hier, die genau. Richtigen Folien. So, jetzt noch in den Fullscreen. Und perfekt, super. Ja, vielen Dank. Genau, hier sehen wir das Grundstück vom ersten Kuhdorf in Brandenburg, hier eben in Wiesenburg. Wir sind quasi Nachbarn, also wir sind hier 4 Kilometer von euch entfernt. Und bei dieser Drohnenaufnahme sieht man halt auch schön, warum wir uns für diesen Ort entschieden haben. Es ist zum einen ganz nah am Bahnhof, also man geht wirklich nur einmal quasi über den Parkplatz und steht schon auf dem Kuhdorf-Grundstück. Und in der Mitte haben wir das alte Sägewerk, das wir jetzt eben umnutzen. Unter uns oder neben uns, unter uns jetzt hier in dem Bild, ist Country Golf. Da drum sind ganz viele Wälder. Und ich finde, das zeigt halt einfach sehr gut und auch gerade in Kombination mit dem, was wir von Marco gehört haben, warum wir uns für Wiesenburg entschieden haben oder warum wir uns auch ganz allgemein für neues Leben und Arbeiten auf dem Land stark machen. Weil wir haben in den Großstädten ja eine Vielzahl von Problemen und meistens geht es in Anführungszeichen nur um das Wohnproblem. Das ist natürlich ein ganz großes, ganz, ganz essentielles, aber es gibt darüber hinausgehend ja auch das Problem fehlender Gestaltungsräume. Also es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit in Großstädten, wenn man jetzt nicht geerbt hat oder irgendwie mit einem Startup einen großen Exit gefeiert hat, da überhaupt noch irgendwie groß gestalterisch tätig zu werden. Das ist in Berlin natürlich besonders krass, weil die Stadt mit diesem schönen Spruch arm, aber sexy ganz viele Kreative über viele Jahre angelockt hat, aber in den letzten Jahren die halt auch in großer Zahl wieder ausspuckt und vertreibt, weil Berlin ist einfach im Endeffekt dicht für diese Form von Gestaltungsräumen. Und das ist wirklich das Tolle hier. Also man kommt eben aus dem Bahnhof raus und man hat halt Gestaltungsräume ohne Ende und man hat hier eine politische Unterstützung. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, ihr erlebt das ja auch gerade hier, ne? Also die Türen sind offen und man freut sich hier auch richtig, wenn Leute kommen, die halt nicht nur labern, sondern halt auch machen. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Vorurteil, dass es in Städten ganz häufig gibt. Das ist so eine pauschale Feindschaft oder Skepsis gegenüber neu zugezogenen aus der Großstadt gibt. Und das erleben wir tatsächlich überhaupt nicht so. Also wir sind ja mit dem Kuhdorf hier in Wiesenburg vertreten, wir sind aber noch an anderen Standorten vertreten. Und wir machen überall dieselbe Erfahrung, nämlich, dass wenn man da nicht auftritt mit so einem Ich-weiß-alles-besser-Habitus, sondern wirklich neugierig ist, auf die Menschen zugeht, von denen auch lernen will. Man muss natürlich auch sehr viel lernen, weil es ist in vielerlei Hinsicht ein anderes Leben. Und beweist, dass man eben wirklich was tut für die Region, nicht nur für sich selbst, dann wird man eigentlich wirklich mit offenen Armen überall empfangen und erfährt ganz viel Unterstützung. Und um es noch ein bisschen konkreter zu machen, wenn wir jetzt auf die nächste Slide gehen, erkläre ich nochmal kurz, was das Kuhdorf ist. Also Kuhdörfer bestehen aus einer Ansammlung von vielen kleinen ökologisch gebauten Holzhäusern und großen Gemeinschaftsgebäuden. Und für die Gemeinschaftsgebäude versuchen wir eben immer, Industrieruinen, also Leerstand umzunutzen, sodass wir jetzt nicht irgendwie alles neu bauen. Die Häuser, die kleinen, die sind aber tatsächlich Neubauten. Und die Idee dahinter ist, dass wir uns als Genossenschaft zusammentun. Also insgesamt entstehen hier 40 Häuser und in den eigenen 4 Wänden Platz sparen. Also das kleinste Haus beginnt bei 30 Quadratmetern, dann geht es über 60 Quadratmeter, dann selbst das größte Haus hat auch nur 80 Quadratmeter. Und die Überlegung ist eben, das, was wir uns in den eigenen 4 Wänden sparen,
können wir uns dann aber als Gemeinschaft natürlich auch in Form der Gemeinschaftsgebäude dann, also da können wir uns umso mehr leisten. Ne? Das heißt also, in diesem Gemeinschaftsgebäude, in diesem alten Sägewerk entsteht ein Coworking-Space, entstehen Veranstaltungsflächen, entsteht eine Küche mit langer Tafel. Also es soll einfach wieder, genau wie das hier auch ist und wie das Coconut ja auch schon demonstriert hat, wieder ein sogenannter dritter Ort zurückgegeben werden in die Region, wo Veranstaltungen stattfinden können, wo sich Menschen einfach wieder begegnen können, treffen können und wovon noch hoffentlich irgendwie neue Impulse ausgesendet werden. Genau, uns ist auch ganz wichtig, das hat Marco ja auch gerade nochmal betont, dass das jetzt eben nicht so ein Investorenprojekt ist, sondern eben von der Genossenschaft getragen. Und wir können halt auch wirklich sagen, also hier sind schon alle Grundstücke vergeben, obwohl, oder alle Häuser vergeben, wo wir noch viel weniger weit sind als ihr. Also wir haben zwar jetzt vor 2 Jahren schon damit angefangen, aber wir haben noch nichts gebaut. Da ist noch, also in der Hinsicht gar nichts passiert. Es sind einfach 2 Jahre nur Planungsrecht, mit Planungsrecht beschäftigt gewesen. Aber in diesen 2 Jahren konnten wir die Community halt schon kennenlernen und das erfüllt mich halt jedes Mal wirklich total mit Stolz und Freude zu sehen, was für Menschen sich von dieser Idee angesprochen fühlen, und ich bin absolut sicher, dass die eben mit genau dieser Einstellung hier aufmarschieren, die es halt braucht, damit sowas im Zusammenleben auch funktioniert. Also es sind wirklich alles total aufgeschlossene, nette Leute, die alle halt richtig Bock haben auf Gestaltung, um was zu machen, und ja, also ich glaube, gerade in der Kombination mit allem, was hier gerade passiert, wird die Region, Hohe Fleming hier, Wiesenburg, Bad Belzig, das wird wirklich eine der kreativsten Regionen in ganz Brandenburg, wenn nicht sogar in Deutschland. Und das ist wirklich total schön, da dabei sein zu dürfen. Ja, vielen Dank. Sehr spannend auf jeden Fall. Wir werden da bestimmt gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber erstmal machen wir jetzt weiter, und zwar eben mit dem Ort, wo wir hier auch sind. Martin, der uns die alte Hölle ein bisschen näher bringt, damit ihr auch erfahrt, was es eigentlich hiermit auf sich hat. So, Martin, du bist dran. Genau, danke, Carina. Genau, ich bin Teil des Teams der Alten Hölle, die ja auch hier diese Bühne für den RC3 betreibt und euch hoffentlich spannenden Content liefert. Ich bin schon ziemlich lange in der Gruppe, die auch schon ziemlich lange existiert dafür, dass wir jetzt eigentlich eher spontan ein Gelände gekauft haben. Die Gruppe ist über viele Jahre eigentlich gewachsen. Wir haben vor 5, 6 Jahren irgendwie angefangen damit, mit der Idee, oder eigentlich schon noch vor mehr Jahren, dass wir irgendwie als Gruppe ein Gelände kaufen wollen und entwickeln wollen. Und haben dann auch lange nach einem passenden Gelände gesucht, haben dann die alte Hölle gefunden, haben sie uns angeschaut und haben sie dann gekauft. So, und jetzt haben wir ganz schön viel Arbeit. Also eigentlich hatten wir auch vorher schon viel Arbeit, aber das ist auf jeden Fall kannst du ein nächstes Slide machen? Genau, also die ist so mal ein bisschen Einblicke in unsere internen Dokumente, also die ganzen To-Dos, die wir haben, was das Gelände angeht, die verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich um die verschiedenen Themen kümmern, die wir haben, und unsere Kommunikationskanäle, die auch, wenn man irgendwie ein paar Tage nicht reingeguckt hat, überquellen mit neuen Nachrichten. Das ist ja ganz schön viel Arbeit. Und wir haben in den letzten Monaten auch extrem viel gelernt, auch gerade zum Beispiel Baurecht, was bei euch auch so ein Thema war oder immer noch ist. Das ist auf jeden Fall, wenn man so ein Projekt realisieren will, was, mit dem man sich befassen muss, wenn man nicht im Innenbereich ist oder schon einen fertigen Bebauungsplan hat, den man einfach umsetzen kann. Genau, aber da werden wir wahrscheinlich vielleicht auch, sobald wir irgendwie so weit sind, dass wir sagen können, irgendwie, wir haben das Projekt jetzt irgendwie zumindest in Grundzügen irgendwie realisiert, auch mal noch einen dezidierten Talk halten, so ein How-To, wie man so ein Projekt realisieren könnte, zumindest an unserem Beispiel, aber so weit sind wir noch nicht, das wird noch ein bisschen dauern. Genau, was wollen wir eigentlich erreichen mit dem Ort? Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, an dem Ideen und Projekte verwirklicht werden, ganz grob. Wir kommen eigentlich aus verschiedenen Kontexten. Wir kommen aus der IT, wir kommen aus dem Handwerk, wir kommen aus dem Bereich Kunst und Kultur. Und wir kennen uns eigentlich primär auch daher, dass wir uns auf Veranstaltungen kennengelernt haben, in denen wir in verschiedenen Weisen beteiligt waren. Unter anderem im Chaos Communication Kongress, aber auch in der Gulasch Programmiernacht in Karlsruhe und in vielen anderen Veranstaltungen. Und die Idee war, dass wir dieses temporäre, diese schönen Events
und die schönen Momente und die schönen Räume, die dort geschaffen werden auf den Veranstaltungen, dass wir die schaffen, in etwas Beständiges zu überführen. Etwas, was dann nicht irgendwie nach 5 Tagen abgerissen wird, weil die Messe ja wieder zurückgegeben wird, was jedes Mal dann man sich überlegt, ob man nicht vielleicht noch ein bisschen länger bleiben will. Aber das ist ja ein bisschen schwierig umzusetzen. Und hier wollen wir einen Ort schaffen, an dem wir dann auch die Sachen mal stehen lassen können und diese Räume länger genießen können. Genau, aber jetzt freue ich mich erstmal auf das Panel und darauf den RC3 für euch veranstalten. Vielen Dank. Ich habe nochmal das Abschlussbild drauf gemacht, damit man mal sieht, wie es hier gerade aktuell aussieht. Wir sitzen hier nämlich schön im Schnee. Das ist der Pool, auf den wir uns schon alle freuen, im Sommer den zu nutzen. Oder einer der Pools. So, last not but not least ist jetzt noch der Janosch dran, der uns was zu Coconut und Smart Village erzählt. Und bitte. Genau. Ja, vielen Dank. Total schön. Also schade, dass Leipzig nicht stattfindet, aber es ist auch schön, dass ich nur eine halbe Stunde Anfahrt habe, um zum Kongress zu kommen. Genau, es geht ja um Digitalisierung, Landleben. So was hat das eigentlich miteinander zu tun? Ich glaube, also oder die besondere Herausforderung am Land ist natürlich die mangelnde Dichte, die mangelnde Bevölkerungsdichte. Das ist irgendwie schön, weil man ganz viel Grün dazwischen hat. Aber das macht es halt auch schwierig, Mobilität zu organisieren, Begegnungsräume zu organisieren und so weiter. Und da kann, glaube ich, die Digitalisierung einfach eine Riesenhilfe sein. Das ist sozusagen der große Ansatz der Digitalisierung, den die Stadt so nicht hat, nicht so braucht wie irgendwie der ländliche Raum. Genau, und ich würde gerne zwei Projekte vorstellen oder drei sogar. Das eine ist Coconut, das ist sozusagen das Projekt, mit dem ich hier im Hohen Fleming gelandet bin. Da haben wir vor 5 Jahren gegründet. Genau, das sieht man da, das Palettenzeichen. Das ist ein alter Gutshof, den wir gekauft haben von der Gemeinde Bad Belzig und haben gesagt, wir wollen das Coworking, sozusagen das Thema, in den ländlichen Raum übertragen und haben das verbunden mit einem Landhotel. Und haben im Prinzip einfach Coworking sozusagen als touristisches Produkt entwickelt und haben das Workation genannt. Und das hat total gut funktioniert. Das Ganze haben wir als Unternehmen gemacht, haben das als Sozialunternehmen mit dem Wunsch, was in die Region zu bringen. Also wir wollten nicht nur Touristen dahin bringen, sondern wir wollten sozusagen Digitalisierung nutzen, um im ländlichen Raum irgendwie spannende Projekte zu entwickeln. Es ist eine tolle Region, das wurde schon mehrmals gesagt, wurde total gut angenommen. Mittlerweile sind wir nicht nur ein Hotel mit Coworking, sondern wir haben Projekte, die sozusagen Dinge aufgreifen, die es hier in der Region schon gibt. Zum Beispiel Handwerk ist sowas, wo wir einen Makerspace haben mit computergesteuerten Produktionsmethoden, den bauen wir gerade auf im alten Kuhstall, um dann sozusagen mit den Kunsthandwerkerinnen, Handwerkerinnen und Künstlerinnen aus der Region Sachen zu machen, um aber auch Startups hier rauszubringen, die hier materielle Dinge herstellen. Oder ein anderes Thema, wo man so ländlicher Raum, Digitalisierung ganz gut sehen kann, ist, wir machen jetzt im April einen Gamers Retreat, also wo Game Developers, 15 Game Developers nach Kleinglien in unser kleines 50-Seelendorf kommen, um dort einen Monat lang Drehbücher, keine Ahnung, alles Mögliche, was im Bereich Gaming zu entwickeln. Und das ist genau das, was vor 100 Jahren auch die Künstler gemacht haben, oder die Künstlerinnen, wenn die in der Künstlerkolonie waren oder in so einem Künstlerinnenhaus oder sowas. Also es greift genau dieses auf, der Land als Rückzugsort der Kreativität. Oder ein anderes Projekt, was wir jetzt machen, ist, hier gibt es ganz tolle Wanderwege. Also der Hohe Fleming ist eine Wanderregion. Und es gibt einen super schönen Kunstwanderweg, der von Bad Belzig nach Wiesenburg führt. Und da haben wir gerade eine Förderung bekommen, dass wir dort diesen analogen, natürlichen, wunderschönen Kunstwanderweg mit den Kunstwerken eine Augmented Reality-Ebene hinzufügen dürfen, wo die Künstler sozusagen als Avatare ihre Kunstwerke erklären und wo wir auch eine internationale Ausschreibung machen für sozusagen rein digitale Kunstwerke, wo dann genau dieses Natur und Digitalisierung verbunden wird. So, ne? Also das sind immer so Beispiele, was wir machen. Wir sind halt nicht nur ein Hotel. Erreichbarkeit der Menschen ist sozusagen immer, wie kriegt man das eigentlich an die Bevölkerung, an die Politiker? Also die Politiker sind hier relativ zugänglich, das ist nicht so schwierig.
Und an die Menschen kommt man ran, wie an alle Menschen. Wir haben erstmal irgendwie einen Workshop gemacht, haben alle eingeladen, kommt her, irgendwie sprecht mit uns darüber, was für Ideen ihr habt, was wollt ihr machen, und haben diese Ideen aber auch nachher realisiert in diesem historischen Gutshof. Und Veranstaltung. Also hier sieht man zum Beispiel dieser kleine Elch, das ist dieser Hirsch in der Ecke, das ist die Fleminger Kreativsause, das ist ein Festival, was wir jedes Jahr machen. Oder genau, wir haben die Pizzeria, hier Pizzeria Cocolores als Pop-Up-Pizzeria, weil Pizza mag jeder, egal ob er mit dem Computer umgehen kann oder nicht. Genau, das ist so ganz klassisch. Genau, und weil das dann immer mehr Projekte wurden und immer mehr Projekte so der ländlichen Entwicklung, Digitalisierung, haben wir dann einen Verein gegründet. Das ist das nächste Slide. Genau, das ist dieser Smart Village e.V., den haben wir vor, wann haben wir die Ausschreibung gewonnen? Vor 2,5 Jahren? Genau, von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg haben dann mit den Gemeinden, mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung, solchen Akteuren aus der Region Verein gegründet und haben da jetzt ein kleines Projektteam finanziert, was sozusagen Digitalisierungsprojekte in der Region realisiert. Und weil uns wichtig war, dass das ist sozusagen der lokale Verein. Und dann haben wir noch einen zweiten Verein gegründet, Netzwerk Zukunftsorte, um andere Akteure und Akteurinnen überregional zu unterstützen, auch solche Kristallisationsorte zu schaffen, wie die ja hier zwei auch anwesend sind. Genau, wir sind total froh, dass ihr jetzt auch hier gelandet seid. Und genau, das ist, glaube ich, sozusagen die Zukunft, die das Land einfach irgendwie nach vorne bringt. Und so kann der ländliche Raum halt auch ein Innovationstreiber sein. Ja, vielen Dank auch dir. Das Erste, was jetzt natürlich total aufgefallen ist, ist, dass eigentlich bei jedem oder Beitrag oder sogar auf den Folien die anderen Gruppen vorkamen. Wie sieht denn das Thema Vernetzung so allgemein aus? Wir haben das jetzt gehört, hier gibt es das schon, aber wie ist denn da so eure Erfahrung oder auch die Interessen? Dürft ihr euch jetzt melden, wer zuerst dazu was sagen möchte? Direkt hier, Frederik. Dann steige ich direkt ein, weil ich finde, Smart Village war ein super Stichpunkt, der irgendwie schön zeigt, wie sehr sich so eine Willkommenskultur für Regionen bezahlt machen kann. Und auch eine gewisse Investition in Experimente, in solche Projekte wie ihr seid, weil durch diesen Smart Village, durch diese Ausschreibung sind wir auf Bad Belzig aufmerksam geworden. Euch hatten wir vorher schon verfolgt, ne, weil ihr wart ja wirklich schon ganz früh dran, vorher noch an einem anderen Standort. Und haben dann gemerkt, ach, das ist ja cool, ne? Seid ihr hier? Es gibt diese Auszeichnung, da habe ich mich eben an Roland, den Bürgermeister von Bad Belzig, gewandt. Der hatte dann für das Kohldorf einfach kein geeignet großes Grundstück, hat mich dann eben an Marc verwiesen, ein Dorf weiter, eine Gemeinde weiter, sind wir dort jetzt eben gelandet, total glücklich. Und jetzt seid ihr hier, wir merken, der Country Golfplatz ist in der Zwischenzeit dazugekommen. Also das sind jetzt Entwicklungen von 2 Jahren. Das ist völlig unglaublich, was in diesen 2 Jahren hier alles passiert ist. Und das ist genau darauf zurückzuführen, dass es hier ähnlich, ich vergleiche das tatsächlich ganz gerne mit dem, so dem Internet, wie ich es halt irgendwie am Anfang noch erlebt habe, in dieser Aufbruchsphase, als es noch irgendwie aufregend und nicht komplett durchkommerzialisiert war. Da gab es ja auch eine ganz große Unterstützung, ne? Also wer sich da mit irgendwelchen Projekten an andere gewandt hat, die halt auch so Pioniere waren, der wurde ja eigentlich, oder die wurde nie abgewiesen. Ne? Da gab es also einfach eine große gegenseitige Unterstützung. Genau das erfahre ich und erlebe ich halt jetzt hier, wenn es um ländliche Räume geht. Also wenn man dort mit dieser Haltung reingeht, dass man wirklich nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch was zurückgeben möchte, die Projekte eben so anlegt, dass am Schluss das Gemeinwohl auch davon profitiert. Und so ticken eigentlich momentan noch alle Projekte, ob ihr das seid, und viele andere Projekte, die Netzwerk Zukunftsorte, fast alle, oder ich würde sagen alle, die dort vertreten sind, die ticken genauso. Und da hilft man sich einfach. Und genauso geht es den Bürgermeistern. Also die Bürgermeister, die sich jetzt schon auf den Weg gemacht haben, was wir so erleben, die helfen sich auch gegenseitig. Also das ist gerade, glaube ich, wirklich so eine total magische und tolle Zeit, weil es halt noch nicht drüber ist. Ne? Also es ist halt noch, es ist noch viel Arbeit vonnöten, ne? Also gerade Baurecht. Also man beißt sich an ganz, ganz vielen Themen noch die Zähne aus. Die Banken spielen bei vielen Sachen nicht mit, wo es eben nicht nur um Rendite geht, sondern auch um Gemeinwohl. Also es gibt noch ganz viele Herausforderungen, aber ich würde wirklich sagen, so der Zugang zu anderen Projekten, die Unterstützung, die man in diesem Ökosystem erfahrt, ist definitiv halt keine dieser Herausforderungen, sondern das ist eine riesige Stärke. Und ich hoffe halt sehr, dass wir es irgendwie schaffen, diese Atmosphäre ein bisschen länger am Laufen zu lassen, als es halt im Internet ist. Ne? Weil wir merken das natürlich auch, wenn es um Boden geht, geht es immer auch um viel Geld und die Gefahr,
die natürlich immer im Raum ist bei allen unseren Projekten, ist, wenn wir es uns jetzt irgendwie zu schön machen hier, dann werden auch noch andere aufmerksam. Und ich glaube, das ist wirklich, noch sind wir da nicht, ne? Aber das ist immer so ein bisschen so das, was über allem auch so ein bisschen noch schwebt und wo wir uns, glaube ich, jetzt schon ganz gut beraten sehen, da vorzubeugen. Und das finde ich halt bei Marco auch so super. Du machst es ja genauso, ne? Also du hast es vorhin schon angedeutet, wenn es jetzt darum geht, kommunale Grundstücke zu verkaufen, zu vermarkten, dann guckt ihr jetzt halt auch nicht nach den Investoren mit den tiefsten Taschen, sondern klar muss das Geld irgendwie da sein, um diese Räume auch wieder zu beleben, aber letztendlich gewinnt das Konzept, ne? Und gerade auch gemeinwohlorientierte Träger mit eben, ob das Genossenschaften sind, ob das Vereine sind, werden da bevorzugt und ich glaube, das ist wirklich total wichtig, dass die Kommune das halt im Blick hat und auch entsprechend steuert. Das würde ich gleich mal aufgreifen, weil es geht tatsächlich um Steuerung. Das, so wie Frederik jetzt zuletzt meinte, wir sind ja eine periphere Region, der Speckgürtel von Berlin drückt weiter nach außen. Und die größte Gefahr, die ich sehe als Bürgermeister, ist, dass wir lauter Wochenendsiedlungen hier generieren. Ja? Dadurch, die Berliner haben ein höheres Einkommen, in der Regel liegt das etwa ein Drittel höher. Die haben also auch, selbst wenn sie höhere Mieten haben, generieren sie mehr Einkommen und können das, sag ich mal, beiseite packen, um dann hier auch einen Hof zu kaufen oder ein Haus. Und das sollen sie auch gerne tun, wenn sie denn auch herziehen würden. Und das tun aber jetzt viele nicht. Also wenn man hier in die Region fährt, Janosch, du bist ja schon länger hier, du kannst es sicherlich bestätigen, es gibt kaum Leerstand, sondern trotzdem haben wir ein Drittel weniger Einwohner hier. Es ist einfach eine schöne Region und die Leute kaufen sich dann hier eben ihr Wochenendhaus. Und wir machen den Breitbandausbau, wir halten die Kita-Plätze vor, wir haben alles da und denken nur dann immer so, warum fehlt dieser Schritt? Und daher sind wir jetzt in die Offensive gegangen, haben aktiv die Leute angesprochen, wollt ihr nicht hier dauerhaft siedeln, wollt ihr nicht ein Projekt machen? Das übrigens, diese Vernetzung findet dann aus Sicht der Verwaltung so statt, dass wir versuchen, bei jeder interessanten Veranstaltung dabei zu sein, jemanden hinzuschicken, entweder aus Wiesenburg-Mark oder aus Bad Belzig, ne, um auch nichts zu verpassen und auch immer die Fahne hochzuhalten. Also auch zum Beispiel, wenn das Land Veranstaltungen macht in Potsdam oder wenn es in Berlin einen Kongress gibt, fährt einer hin und sagt, der beste Ort ist im Übrigen hier im Hohen Fläming. Da haben wir das Kokonat, da haben wir dann das Kohdorf, die alte Hölle. Also so wird dann auch ein Schuh draus, aus meiner Sicht. Und wenn wir so präsent sind, dann passiert es auch, dass die Leute uns auch ansprechen. Das heißt, wenn jetzt jemand hier einen Hof manchmal verkauft, ja, dann also es gibt so eine positive Grundstimmung gerade, so eine Aufbruchsstimmung. Und dann möchten auch viele Leute das nicht konterkarieren, sprechen uns an. Mensch, kennt ihr nicht jemanden? Und dann dürfen wir sogar mitgestalten, ja? Wo ja sonst immer das Geld zählt, nehmen sogar unsere Leute das jetzt auf und überlegen auch, an wen verkaufen sie jetzt die Immobilie. Und das finde ich so schön, dass alle versuchen, tatsächlich jetzt diesen Wandel auch zu gestalten. Und die Vorbildfunktion muss eben aus meiner Sicht auch aus der Verwaltung kommen. Und ja, Baurecht ist eine Sache, da weiß ich nicht, ob das so viele interessiert, aber ich kann euch sagen, jeder, der von euch so ein Projekt plant, sollte auf jeden Fall vorher mit dem Bürgermeister sprechen, denn so einfach ist es dann nicht. Bauen zweite Reihe oder ne, im Außenbereich, da sollte man vorher wissen, wo und was man machen kann. Vielleicht ganz kurz mal, ich glaube nicht jeder hier weiß, was heißt eigentlich Außen- und Innenbereich. Mag das einer vielleicht mal ganz kurz erläutern? Vielleicht Martin, du hast dich damit ja auch so intensiv beschäftigt. Ja, genau, also das deutsche Baurecht sieht so zwei verschiedene Kategorien vor und wenn man innerhalb einem Dorf baut, dann also so innerhalb der geschlossenen Ortschaft oder in einem Gebiet, wo es ausgewiesene Bebauungspläne gibt, dann ist man im Innenbereich, da darf man irgendwie das, was man so normalerweise irgendwie im Innenbereich von irgendwie Dörfern und Städten sieht. Und in Deutschland ist es aber, wird es sehr ungern gesehen, dass man irgendwelche Sachen realisiert, die nicht innerhalb von geschlossenen Ortschaften sind, was durchaus auch seine Gründe hat. Zum Beispiel sind ja die Infrastrukturkosten dafür deutlich höher. Man muss da Straßen hinbauen, man muss Kanalisationen anschließen, man muss Strom anbauen. Und das mobilitätstechnisch ist es natürlich schwierig, solche Orte anzubinden. Und deswegen gibt es da eigentlich, man darf sozusagen auf dem freien Land irgendwie einen Bauernhof machen und viel mehr ist schwierig. Und genau. Ja, danke.
Es ist bestimmt nicht jedem immer so ganz klar, was das eigentlich ist. Mir sagte das am Anfang auch nur bedingt was. Jetzt haben wir aber auch schon ganz viel gehört, dass es doch wirklich tollen Support gibt und Netzwerke und viel Unterstützung, aber auch eben Bereiche, die etwas anstrengender sind. Und da wäre jetzt auch meine Frage doch nochmal in die Runde. Gab es vielleicht irgendwelche besonderen und auch vielleicht unerwarteten Hindernisse? Support haben wir jetzt schon viel gehört, aber man möchte auch gerne mal hören, was ist denn so, was einem dann so vielleicht mal auch schiefgelaufen ist oder schwierig war. Gab es denn da was bei euch, wo ihr sagt, ja, da... Das war besonders schwierig, da mussten wir erstmal dran vorbeikommen. Ich kann vielleicht gerade direkt, weil ich habe es auf jeden Fall sehr präsent noch, weil das ist ja bei uns gerade mit zumindest der Kauf irgendwie eher her. Also die Finanzierung wurde ja auch schon angesprochen, das ist auf jeden Fall eine Hürde, die man nehmen muss, die nicht ganz einfach ist. Unter anderem, wenn man halt nicht mit einem 0815-Projekt kommt, wie irgendwie, ich baue mir jetzt mein Einfamilienhaus, irgendwohin mit irgendwie Standard-Setup, wo jede Bank irgendwie das einfach irgendwie durch einen Prozess F schiebt und dann ist es okay. Dann wird es auf jeden Fall schwieriger. Also da gibt es nur eher wenige Banken, die das machen, und weil viele Banken damit irgendwie keine Ideen haben, wie sie damit umgehen wollen. Und da hängt es dann auch wieder sehr von Bank zu Bank ab, wie kompliziert die Prozesse sind, wie viel Informationen die haben wollen. Die wollen natürlich auch ihr Kreditrisiko irgendwie kalkulieren können und irgendwie bemessen können. Das ist was auf jeden Fall Zeit braucht. Und das zweite Ding, was wir zum Glück aber auch durch viel Arbeit irgendwie handeln konnten, ist, dass es halt Leute gibt mit tieferen Taschen. Also es gab bei uns konkret auch irgendwie Mitbewerber, die wir dann primär dadurch ausgestochen haben, dass wir einen richtig guten Draht zur Verkäuferin aufgebaut haben. Danke auf jeden Fall auch nochmal an die Person, die sich das auf sich genommen hat primär. Und wir dadurch geschafft haben, dass wir sie überzeugt haben, dass wir für ihr Lebenswerk, war das ja im Prinzip, sie hatte 30 Jahre hier dieses Hotel betrieben, ihr gezeigt haben, dass wir damit irgendwie was Sinnvolles weitermachen. Und das ist auf jeden Fall was, wo man auch irgendwie am Ball bleiben muss. Okay. Genau, was ich noch sagen wollte, ist Förderprogramme. Es kommt einem ja immer so vor, als gäbe es, oder wird irgendwie so verkauft, als gäbe es extrem viele Förderprogramme. Die sind aber meistens für ganz klassische Investitionsförderung. Und wenn man jetzt wie ihr wahrscheinlich auch irgendwie so selbst Hand anlegt, und dann ist das alles nicht abrechenbar und man hat keine 3 Angebote eingeholt. Und also das... fand ich extrem schwierig am Anfang. So. Genau. Und das Baurecht, ich mag eigentlich das deutsche Baurecht. Ja? Also ich finde das schon irgendwie toll, dass da alle mitreden können, alle Umweltschützer und alle Brandschützer und so. Und das macht irgendwie bei alles einzeln total viel Sinn und ist total schrecklich so als Gesamtheit. Genau, aber ich streite mich nicht, weil ich es immer total überzeugend eigentlich finde, aber unglaublich ermüdend und man braucht unglaublich viel Zeit. Ich würde vielleicht noch 2 Sachen ergänzen, wenn wir jetzt nämlich an das Kuhdorf denken. Es ist ja nicht so üblich, dass ein neues Dorf gebaut wird, und das führt natürlich auch zu Vorbehalten, ne? Bei bestimmten Leuten aus dem Dorf, die sagen, Mensch, die schotten sich dann ab. Das Projekt sieht natürlich ganz anders aus, aber wenn die Leute nicht auf einen zukommen, muss man sie ja eben auch einfangen. Und für mich war immer wichtig, den Leuten dann zum Beispiel klarzumachen, wen habt ihr denn lieber? Hier kaufen 20 Berliner einzeln irgendein Haus, kennen die Nachbarn nicht und so weiter, und legen sich dann zuallererst mit dem an, weil der Zaun 50 Zentimeter auf der Grundstücksgrenze ist, weil die Grundstücksgrenzen früher aus den alten Zeiten nicht richtig vermessen wurden. Oder wir haben hier eine Genossenschaft, die Leute lernen sich über 2 Jahre kennen, die siedeln gemeinsam. Und dadurch, dass sie sich kennen, ist das tatsächlich schon wie ein richtiges Dorf, ja? Weil sie einfach die Beziehung schon aufgebaut haben. Wenn ich mir das als Bürgermeister aussuchen dürfte, entweder 20 so oder 20 so, würde ich immer zur Genossenschaft tendieren. Das wollte ich zu dem Kuhdorf noch sagen. Und zu der Finanzierung, ist ein bisschen special-mäßig bei uns. Bin ja linker Bürgermeister, aber die Sache mit der Finanzierung ist echt schwierig, weil es führt auch dazu, es gibt ja Abschläge im ländlichen Raum. Das heißt, die Banken, wenn die sehen, ach, das ist die Peripherie, da ist nichts los, die Preise sind stabil oder fallend, nehmen die Abschläge. Das heißt, du brauchst mehr Eigenkapital, was die Leute durch geringere Einkommen hier gar nicht haben. Das heißt, unsere eigenen Leute können sich auch gar kein Haus mehr leisten. Also, was haben wir gemacht?
Unsere eigenen Leute verfügen ja zumindest über Grund und Boden. Wir haben gesagt, okay, wir lassen die Bodenpreise jetzt steigen und haben als Gemeinde Bauland verkauft zum doppelten Wert. Und dadurch ist die Kurve jetzt so, ja, also der Preis hat sich verdoppelt, ist aber immer noch mit 35 Euro ganz, ganz gut, wie ich finde. Und ist das Zeichen, legal? Hä? Ist das legal? Ich hoffe, keine Ahnung. Wenn die Banken das jetzt mitbekommen, ne? Aber damit wenn die Banken jetzt gucken, die gucken nämlich immer nach den Gutachterausschüssen, dann sehen die jetzt, oh Mensch, die Preise sind hier durch die Decke gegangen, die Leute kriegen einen Kredit. Also auch daran muss man denken, ja, auch an diese Infrastruktur. Und das wird sonst, wie gesagt, für unsere eigenen Leute, die noch über weniger Einkommen verfügen als die Berliner, noch schwieriger. Und daher ist es, glaube ich, selbst wenn sich das Paradox gerade anhört, ein guter Plan gewesen. Mal gucken. Okay, ich glaube, so langsam sind wir auch bei dem Teil ein Gesellschaftsspiel angekommen, wie viel da zusammenspielen muss. Das Panel hat ja auch das Thema noch mit Digitalisierung dabei und vorhin wurde schon mal darüber gesprochen. Breitbandausbau steht noch an. Auf der anderen Seite, Coworking läuft schon. Wie gut funktioniert denn das wirklich? Weil das ist ja doch oft so eine Sorge. Auf der einen Seite hört man immer, ja, der Breitbandausbau geht insbesondere auf dem Land voran. So teilweise hört man, da gibt es Dörfer, da gibt es eben Glas, bevor das in großen Städten teilweise ankommt. Aber vielleicht magst du da auch mal anfangen. Wie läuft es denn bei euch? Wie funktioniert es denn mit der Anbindung? Also wir haben keinen Glasfaser, sondern nur 100 Megabit Kupfer. Aber das ist trotzdem dadurch, dass nicht so viele dranhängen wie in der Stadt und dass man nicht so viele sich überlappende WLAN-Netze hat, die sich alle gegenseitig stören und jeder schraubt sich noch eine fettere Antenne irgendwie an die Wand, reicht es tatsächlich für Hunderte von Menschen gleichzeitig, die mit irgendwie unterschiedlichen Geräten da vor Ort unterwegs sind. Coworking funktioniert bei uns. Wir werden ganz oft so als so ein Paradebeispiel geführt, aber wir sind ja eigentlich gar nicht primär ein Coworking-Space, sondern dieses Vacation-Thema. Also Leute kommen raus zu uns zum Arbeiten, wie so ein kommerzielles Kloster, ein digitales kommerzielles Kloster oder so eine Land-WG, in die man sich einmieten kann. Wir haben aber auch klassisches Coworking. Also wir haben auch so 15 ungefähr lokale Coworker, die so einen Monatsbeitrag zahlen, zu uns kommen. Wir haben auch so ungefähr 15 Unternehmen, die sich mittlerweile bei uns angesiedelt haben, die bei uns arbeiten, wenn sie nicht schon so groß sind, dass sie eigene Räumlichkeiten anmieten. Also es funktioniert auf jeden Fall. Ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist bei Digitalisierung, als wir vor 5 Jahren hierher gekommen sind, hatten wir totale Probleme, die Menschen zu erreichen, weil es gab halt nur eine Zeitung, es gab keine Kneipen, es gab irgendwie so, wir fanden es ganz schwierig, man kann ja nicht den ganzen Tag im Supermarkt an der Kasse stehen und warten, dass alle vorbeikommen so. Und darum, was wir ganz am Anfang gemacht haben, ist ganz stark wir haben ein Projekt gegründet, das heißt Wir zu Lande, wo es um Medienkompetenz geht, wo wir diesen Flaming Talk unterstützen, der hier irgendwie, also eine TV-Show, die hier produziert wird in Wiesenburg, in Mels Scheune. Wir haben einen Podcast, wir haben eine unterstützende digitale Bürgerzeitung und wir haben vor allen Dingen ganz stark dafür uns eingesetzt, dass hier die Smart Village App entwickelt wird, die dann auch so verschiedene Medieninhalte bündelt sozusagen als eine Open-Source-Lösung, um einfach hier eine Medienvielfalt zu erreichen, überhaupt eine Plattform zu haben, wie man Menschen erreichen kann. Und die wird von 2.500 Menschen genutzt, was ein Viertel der Bevölkerung von Bad Belzig ist. Also das funktioniert echt gut. Und da ist die ohne Digitalisierung, das meinte ich mit dieser, hier gibt es nicht diese Dichte und diese Begegnungsorte. Martin, ja. Genau. Die Hölle lebt ja gerade ganz, ganz frisch. Genau, also wir hoffen, dass diese Glasfaser so bald kommt. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall schon. Unser aktuelles Setup ist, wir haben einen 16er DSL-Leitung, wo so 12 rauskommen. Das ist für die Sachen, die irgendwie halbwegs stabil laufen sollten. Dann haben wir noch 2-3 dicke LTE-Antennen auf dem Dach. Da kommen auch nochmal so 20 raus. Dann die Starlink-Antenne auf dem Dach, die hat irgendwie noch regelmäßig Aussetzer, warum wir noch nicht wissen, warum. Deswegen, da kommt zwar relativ viel Daten durch, aber das ist jetzt nicht stabil für mal eine Videokonferenz oder so. Was habe ich jetzt vergessen?
zum Beispiel das restliche Thema Digitalisierung, wie wir Leute erreichen oder wie die Hölle Leute erreichen. Nee, ich hatte gerade überlegt, wir hatten noch irgendeinen anderen Uplink. Nee, das war's, glaube ich, ja. ja, also sobald die Faser kommt, ist das auf jeden Fall, wird es dann besser. Genau, also mit Leute erreichen ist, also ich bin ja sozusagen auf dem Dorf aufgewachsen, so das war, wenn man, entweder kannte man sich oder mal im Sportverein, aber ansonsten gab es da nicht viele Möglichkeiten, sich dann irgendwie kennenzulernen und so. Es gab halt irgendwie die eine Kneipe, in die man ging, aber die hat dann auch irgendwann zugemacht. Und ich glaube, über die Digitalisierung hat man es dann schon gemerkt, dass es war, als ich sozusagen jünger war, ist dann dieses, sind dann die ganzen sozialen Netzwerke hochgekommen, das hat dann da auf jeden Fall einen Schub gemacht, aber die hatte das Problem wie überall, dass natürlich die Medienkompetenz dabei irgendwie nicht so schnell gewachsen ist wie die Nutzung der Technologien, was ja dann unter anderem mich auch bewogen hat, irgendwie in diesem Bereich irgendwie mit Chaos Macht Schule in einem Projekt sehr aktiv zu sein, das versucht hat, irgendwie Schülern beizubringen, wie geht man eigentlich mit der Technik um, weil in den Schulen konnten die Lehrer es nicht beibringen, da die ja selber mit der Technologie nicht aufgewachsen sind. Und wie plant jetzt wir, die Hölle, bisschen komisch die Frage zu stellen, das Thema anzugehen, hier auch dann Kontakt zu den Locals zu schließen etc.? Einerseits ganz analog mit irgendwie einem Tag der offenen Tür, den wir hoffentlich, sobald die Corona-Zahlen nicht mehr so schlimm aussehen, irgendwie umsetzen können. Allerdings andererseits sind wir natürlich auch, also als wir recherchiert haben für das Gelände hier, über die vielfältigen Angebote, die es gibt, ob das irgendwie das Forum ist, was es da gibt, oder die verschiedenen Kanäle und die verschiedenen Veranstaltungen. Also wir waren ja auch schon auf der Mitmachkonferenz. Da gibt es echt einfach hier auch viele Angebote, die, ich glaube, so einen digitalen Plan haben wir noch nicht, was wir irgendwie da ausrollen in der Richtung. Wie schaut es da bei euch aus? Habt ihr schon Pläne? Ich meine, ihr seid noch nicht vor Ort, aber ihr kommt ja mit einem ganzen, ja eigentlich mit einem ganzen Ort, könnte man fast sagen. Ja, also uns hat Corona natürlich wie allen hier schon auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten natürlich auch verschiedene Formate vor Ort veranstalten. Waren bei der Mitmachkonferenz, also was jetzt irgendwie sowieso an Veranstaltungen stattgefunden hat, das haben wir auch immer genutzt, um für unser Projekt zu werben. Aber die eigentliche Idee, auch über mehrere Monate, über wieder Wochenenden draußen zu verbringen, alle Akteure kennenzulernen, unser Co-Dorf eben auch den Akteuren wiederum vorzustellen, das mussten wir jetzt einfach nochmal verschieben. Ich hoffe, diesen Sommer ist es jetzt endlich soweit, weil klar ist das super wichtig. Aber bei der Digitalisierung würde ich noch einen Punkt machen, nämlich dass wir tauchen zwar auch immer wieder in diesem Digitalisierungskontext auf, aber ich verstehe das Co-Dorf offen gestanden eigentlich eher als ein postdigitales Projekt, weil die Digitalisierung für uns eigentlich schon, also die ist auf der einen Seite total selbstverständlich, aber wir haben jetzt halt nicht unbedingt im Kern Entwickler bei uns, sondern Leute, die halt einfach irgendwie nur im Netz arbeiten, ne? Die arbeiten für Forschungsinstitute, die arbeiten für Startups, die arbeiten als Journalisten, was auch immer. Und das Spannende finde ich eigentlich eher so diese, also in unserem Kontext, dieses Thema soziale Innovation, weil in den letzten Jahren ist so viel Aufmerksamkeit auf das Thema Technologie gelenkt worden. Natürlich völlig zu Recht, das ist eine unglaubliche Umwälzung, die stattfindet und das ist super wichtig. Aber ich finde, das Soziale ist halt in diesem ganzen Diskurs völlig hinten übergefallen. Und das finde ich halt hier auch wieder so toll, gerade in diesem Zusammenspiel, man hat halt irgendwie alles. Ne? Also natürlich ist es super, was ihr in Projekten gemacht habt, da können wir aufsetzen. Aber wir müssen jetzt hier auch nicht nochmal irgendwie die Dorf-App neu erfinden. Ne? Aber wenn wir es zum Beispiel schaffen, dadurch einfach durch diese Größe, die wir mitbringen, halt wieder mehr Kultur in die Region zu bringen, ist halt auch wieder allen geholfen. Und das ist irgendwie dieses Spannende an Ökosystemen. Aber genau, also mein Punkt ist einfach nur so, diese soziale Innovation, finde ich, verdient viel mehr Aufmerksamkeit, gerade auch was Förderprogramme betrifft. Weil das ist wirklich ein Riesenproblem. Alles, was irgendwie so ganz klassisch Gemeinwohl ist, wird irgendwie erschlagen mit dem Ehrenamt. Ne? Aber das ist halt für viele, finde ich auch nachvollziehbarerweise, nicht zumutbar. Ne? Also wenn du halt irgendwie wenig Zeit hast, Familie, Job. Ich finde, es ist einfach, also ich habe großen Respekt vor allen, die das machen, ehrenamtlich sich zu engagieren. Aber ich finde, es braucht auch einfach viel mehr Förderung für Projekte, die jetzt nicht unbedingt das technologisch allerinnovativste sind, die aber klar machen, wir schaffen hier einfach sozialen Mehrwert, indem wir Orte wieder reaktivieren, wiederbeleben, indem wir Kultur stattfinden lassen. Und genau, das ist einfach wichtig. Aber ich finde, das ist hier fast idealtypisch irgendwie in diesem Ökosystem ja schon vertreten. Genau, also Technologie alleine hilft nicht. Man braucht auch Inhalte, sonst kann man auch die App nicht füllen. Aber jetzt haben wir ja gehört, hier Förderung, natürlich das eine oder andere. Ich kann mir vorstellen, dass Marco da vielleicht noch was zu sagen will zu diesem letzten Punkt.
zu Förderung und wie man die Digitalisierung hier voranbringt. Genau, also Digitalisierung, ja. Aber auch vielleicht diese soziale Komponente, also all dieses voran, oder hast du da noch spezielle Pläne? Ich meine, jetzt startet hier so viel. Ja, also Pläne haben wir natürlich. ihr habt ja die Mindmap gesehen, da ist es auch immer schwer für die Gemeindevertreter, ja, das sind ja sozusagen meine Chefs, denen dann auch immer zu folgen, und unser Verschuldungsgrad wird jetzt den gesetzlichen Endpunkt erreicht haben, aber wir investieren ja auch. Also das heißt, ne, wir verschulden uns ja für, denke ich, gute Investitionen. Und ein paar Projekte, die wichtig sind, sind nämlich, ne, wir haben eben keine Gaststätten mehr. Wo treffen sich die Leute? Und wir haben zum Beispiel auch die Smart City Förderung eingeworben, zusammen mit dem Coconut und Neuland 21 beispielsweise. Auch als Kooperationspartner hier, den Think Tank. Und diese Gruppe insgesamt zieht einfach noch mehr Förderung an. Ne? Wie Janosch meinte, irgendwann ist dann ehrenamtlich diese Fördermittelakquise gar nicht mehr machbar. Deswegen haben wir eben dieses Projektteam aufgebaut. Und deswegen kann ich auch sagen, wir haben jetzt allein für Wiesenburg-Mark 1,5 Millionen, mit Bad Belzig zusammen ungefähr 6 Millionen Euro für das Smart City-Projekt bis Ende 2027. Das heißt, da würde auch noch mal ein Zimmer auf Pioneers kommen, ob in Bad Belzig oder in Wiesenburg oder in beiden. Es werden noch verschiedene Digitalisierungsprojekte angeschoben in der Zwischenzeit. Und was wir in Wiesenburg noch machen wollen ist, ihr kennt das bestimmt, Dorfgemeinschaftshäuser. Davon haben wir in jedem Ort eins. Das sind immer die Häuser, die noch am besten gepflegt sind, weil da schon enorm viel Fördermittel reingegangen sind. Und die Dorfgemeinschaftshäuser waren eigentlich auch schuld daran, warum Gaststätten kaputt gegangen sind. Weil nach der Wende hat man lieber ein Dorfgemeinschaftshaus gefeiert, weil man dann die Kästen Bier mitschleppen konnte. Und dann musste man beim Gasthof eben nicht so teuer bezahlen. Und kurzum, ich möchte gern, dass wir diese Dorfgemeinschaftshäuser, was zum Teil alte Schulen sind, ja, wo die ganze Etagen leer stehen, da würde ich gerne Projekte schaffen, wie eben Coworking Space, Gemeinschaftsbüros. Aber ne, es gibt ja die Art der Nutzung, wird ja jetzt auch sehr divers. Also Büros, die man auch abschließen kann, Büros, die man gemeinsam nutzt, Übernachtungsmöglichkeiten. All das wollen wir über diese Förderung versuchen reinzubringen an verschiedensten Orten. Wir haben alten Konsum in Jeseriger Hütten, den muss ich dir mal zeigen, Janosch. Hat der Ortsvorsteher, der da immer sehr skeptisch ist, ja, doch jetzt angeboten für ein solches Projekt. Da bin ich echt auch stolz auf unsere Leute, dass sie sich da öffnen. Und er liegt genau in der Mitte. Man fährt immer dran vorbei und die Rolllehnen sind so runter. Ja, oh, das heißt, das Erste ist, wir ziehen das hoch, machen was draus und gucken, dass in dem Ort mit 100 Einwohnern dort wieder Leben einzieht. Und dann Ende 2027, für mich persönlich, sollte es so sein, dass wir 10% der Arbeitsplätze wieder zurückverlagern, die wir verloren haben in den letzten 30 Jahren. Das hört sich jetzt nicht viel vielleicht an, 10%, aber das sind die wir zurückholen können. Also man muss sich auch davon verabschieden, dass jetzt Handwerksbetriebe und Industriebetriebe hier bei mir irgendwie stehen und sagen, wir wollen unbedingt in Wiesenburg produzieren. Nee, eben nicht, sondern wir müssen jetzt, das ist auch immer eine Überzeugung, politische Überzeugungsarbeit, sagen, Leute, hört jetzt auf, wir fahren jetzt nicht zu der Expo Real, sondern wir fahren jetzt auf den Digitalisierungsprozess, holen die Leute, die von hier arbeiten können, beziehungsweise machen einen Coworking Space, dass unsere Leute, die jetzt schon im Homeoffice sind, aber allein auf dem 3- oder 4-Seitenhof sitzen, was ja auch nicht die Zukunft sein kann, ja, 40 Stunden Homeoffice, und man weiß aber, der Steffen ist 2 Höfe weiter. Da kann man auch im Dorfgemeinschaftshaus es sich gemütlich machen und für 10 Leute einen Arbeitsplatz schaffen. Jeder hat zwar einen anderen Arbeitgeber, aber ich denke, das könnte in dem einen oder anderen Ort funktionieren. Ist überall auch unterschiedlich, so wie unsere Gesellschaft. Aber das finde ich so unheimlich spannend und sind wir natürlich dankbar, Fördermittel akquiriert zu haben, auch wenn es echt kompliziert ist, sie auszugeben, aber das Tolle hier in der Region ist eben, dass wir es jetzt auf hauptamtliche Beine gestellt haben und daher das, denke ich, gut gemanagt kriegen die nächsten Jahre. Ja, das klingt gut. Vielleicht hat da auch durch die Corona-Krise sogar der ein oder andere jetzt gesehen, wie viel ja auch im Homeoffice geht, und vielleicht ist das sogar da ein bisschen nochmal interessant für Leute, zum einen auch
eher zu sagen, okay, ich ziehe aufs Land, da gibt es Angebote, ich muss auch gar nicht alleine in meinem Büro den ganzen Tag sitzen, aber vor allem auch die Möglichkeit überhaupt dieses Remote-Arbeitens haben viele Arbeitgeber, denke ich, auch erkannt. So, wir nähern uns schon langsam dem Ende unserer Runde, aber ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich gerne loswerden wollte an die Gruppe, und die richten sich vielleicht insbesondere an die Projekte, aber bestimmt auch an dich mit Marco. Und das ist nämlich, vielleicht hat ja doch der eine oder andere jetzt da draußen und sagt, oh ja, sowas hätte ich eigentlich auch Lust, so ein Projekt zu machen. Und da wäre jetzt meine Frage, was wäre so euer Rat, wenn eine Gruppe sagt, wir wollen auch irgendwas machen aus diesem Spektrum, was wir hier gehört haben, oder auch einfach eine ganz neue Idee, aber irgendwie ähnlich damit verwandt. Was sollte man frühzeitig vielleicht berücksichtigen, angehen? Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen oder auch Warnungen für Leute, die sagen, okay, wir sind vielleicht eine Gruppe, wir wollen was machen. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Ja, gerne, Janusz. Also was, glaube ich, gut ist, ist, dass man sich erst überlegt, was man machen will, und dann den Ort sucht, statt andersrum. Also das machen nämlich die meisten andersrum, und dann verliebt man sich in irgendein Objekt, und dann irgendwie ist es total schwer, damit irgendwie was Sinnvolles anzustellen, und man merkt, dass, genau, dass es ganz schwer zu kontrollieren ist, dieses Gebäude. Und auch sich zu überlegen, wir haben ja jetzt mehrmals gesagt, wie lang diese Planungsprozesse sind, ne? Jetzt bei euch dann, bis ihr da mal baut, bis man da einzieht, vielleicht 4 Jahre oder irgendwie sowas. Und diese Zeit muss man auch irgendwie überbrücken. Also das kostet Geld zu bauen, aber wenn man jetzt irgendwie, man muss ja, wenn man dann auch ein Geschäftsmodell vielleicht dahinter hat, muss man davon ausgehen, es dauert jetzt auch 4 Jahre oder 3, bis der erste Euro wieder zurückrollt. Und diese Zeit zu überbrücken, dass man da das realistisch einschätzt, das wäre mein Tipp. Genau, ich wollte in eine richtig ähnliche Richtung gehen. Wir haben das ja, also immer wenn ich unsere Gruppe irgendwie Leuten vorgestellt habe, habe ich sehr häufig das gehört, ja, wie die Gruppe hat existiert, bevor ihr das Grundstück hattet, was ihr kaufen wolltet. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, dass sehr viele Gruppen damit anfangen, dass sie irgendwo einzelne Leute oder eine sehr kleine Gruppe irgendwo ein Gelände gesehen hat, was sie irgendwie cool finden, und dann probieren, da eine Gruppe drumherum zu bauen. Das war ja bei uns auch eher andersrum, dass wir als Gruppe schon sehr, sehr lang irgendwie auch zusammengearbeitet haben und zusammen Sachen gemacht haben und wissen, dass es funktioniert. Und wir dann irgendwie angefangen haben, erst zu sagen, okay, wir gucken jetzt nach Grundstücken und haben jetzt hoffentlich irgendeins für uns Passendes gefunden, was sich auch eigentlich bisher richtig, richtig gut anfühlt. Den Punkt, den Janusz gerade gesagt hat, auch nochmal unterstreichen, dass, das haben wir versucht, auch dadurch aufzufangen, dass wir von Anfang an halt so groß gedacht haben, dass wir halt gesagt haben, wir versuchen wirklich, nicht weil wir irgendwie denken, das braucht unbedingt diese Größe per se, aber genau um diese lange, ja, Dürrephase oder Frustphase zu überwinden, bis es dann endlich mal richtig losgeht, da hilft es halt schon, wenn man wirklich breit aufgestellt ist, weil ansonsten, was wir ganz häufig in dieser Recherchephase in den Jahren davor halt gesehen haben, ist, dass es so kleinere Freundeskreise waren, die versucht haben, sowas zu machen, und da gab es dann häufig die Erwartung, die Arbeit verteilen wir schon irgendwie gleich, und es hat nie funktioniert. Es waren immer am Schluss irgendwie 1, 2 Leute, die ganze Last getragen haben, und die sind halt häufig irgendwann zusammengebrochen, weil es einfach zu viel ist. Und das erleben wir zwar beim Codorf jetzt schon in Teilen auch, ne, weil wir auch nicht damit gerechnet haben, dass es jetzt so lange dauert in dieser Vorphase. Also es ist für uns auch frustrierend, aber wir können jetzt halt wirklich auf 80 Leute zurückgreifen, die uns unterstützen können. Ob das jetzt irgendwie die Moderation und Vorbereitung von den Workshops ist oder ob das tatsächlich inhaltliche Fragen sind, das macht es wirklich wahnsinnig leicht. Und ich glaube, auch wenn wir nur halb so viele gewesen wären, hätten wir einfach diese lange Phase vielleicht nicht überstanden, ne, weil es einfach echt für einige wenige Schultern viel zu viel ist. Und aus der politischen Sicht sozusagen, gibt es da auch was, wo man sagen kann, okay, das sind Empfehlungen, Warnungen, wir haben ja schon gesagt, früh mit dem Bürgermeister sprechen, haben wir schon gehört. Ja, naja, das kennt ihr doch alle, die Vorbehalte der ländlichen Bevölkerung sozusagen, die sollte man nicht bedienen. Das war so schön, wir hatten so einen ZDF-Beitrag, da gab es auch so den Hinweis aus jemandem aus Köln, dass man das auf jeden Fall nicht raushängen lassen sollte, sondern die Leute hier vor Ort sind schon voll in Ordnung. Und das stimmt ja auch. Also ne, jetzt hatte ich letztens die Diskussion, warum macht ihr denn Baugebiete? Ne? Also wie gesagt, wir schreiben jetzt auch wieder aus an Genossenschaften. Die Versiegelung im ländlichen Raum, die Versiegelung, ja, wo ich dann denke, also von meiner Gemeinde sind jetzt von 220 Quadratkilometern 3 Quadratkilometer sozusagen nur versiegelt.
70% Wald, weil es auch immer darum geht, wir müssen mehr Bäume pflanzen, ja, wo ich dann immer sage, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten so viele Bäume als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Stadt hier gepflanzt und wurden als Gemeinde, wenn wir das auf unseren Grundstücken gemacht haben, nach 5 Jahren auch dazu verpflichtet, sie zu übernehmen. Das heißt, sie sind jetzt in unserem Bestand und sie kosten uns mehrere 10.000 Euro im Jahr, diese auch zu erhalten und zu pflegen, diese Baumpflege, ja. Und wir haben jedes Jahr aber weniger Geld aufgrund der Einwohnerzahlen, aber steigende Fixkosten aufgrund der Bäume, die wir haben. Und dann kommen, kommen die Leute und sagen, ihr müsst noch mehr Bäume pflanzen und ne, es muss ja noch mehr Strom produziert werden. Wir produzieren derzeit aktuell, wir sind ja noch nicht am Ende hier, wir haben ja genug Platz, 300% von dem Strom, den wir selber verbrauchen. So, und letztens war der Vertreter von der EDIS da, ne? Da habe ich ihn gefragt, naja, wie sieht es denn aus? Kleinmachnow ist Berliner Speckgürtel. Die produzieren 2% ihres eigenen Stroms, ja. Also, und in Berlin wird es nicht anders aussehen, sogar eher schlimmer. Das heißt, diese Erwartungshaltung hier rauszuziehen und uns zu sagen, ihr müsst noch dies machen und es muss mehr Solarzellen auf die Dächer, wo ich dann sage, wir haben einen historischen Dorfkern und wir haben jetzt extra zum Beispiel als Gemeinde den Schlossturm gepachtet für die nächsten Jahrzehnte. Und ich möchte jetzt ungern, dass man auf das historische Dorf guckt und überall spiegelt die Solarpaneele das Bild, was ich schießen will. Also zumindest im historischen Dorfkern sollte man uns das zugestehen, dass wir dort auch versuchen, das zu steuern, dass wir auch noch das Historische erhalten wollen. Und daher sollte man, mein Tipp jetzt, einfach mal die Leute kennenlernen, bevor man die Schubladen bedient, weil wenn man dann erstmal in eine Schublade gelandet ist, ist es echt schwer, auch da rauszukommen. Und helfen tun natürlich auch so eine Sachen, ne? Hier Tag der offenen Tür oder so, einfach mal die Leute einladen, dass eben keine Zäune aufgestellt werden. Ja, das machen ja eigentlich eher unsere Leute. und dass man sie einfach mit einer positiven Grundstimmung empfängt. Das wäre, glaube ich, wichtig, weil hier, was wir hier durchgemacht haben in der Region, ich stamme ja ursprünglich aus der Prignitz, das ist noch schlimmer, ja, ist wie die Uckermark, ist eben der Niedergang der lokalen Produktion und das, was jetzt hier möglich werden könnte, auch durch die Alte Hölle beispielsweise oder Kodorf, Kokonat, ist, dass hier wieder Arbeitsplätze entstehen. Oder sie sind ja sogar schon entstanden im Kokonat und genau das wollen wir. Und das geht nur eben gemeinsam, nicht, dass man sich gegenseitig irgendwie hier macht, sondern dass man einfach offen ist. Und wir sind ja auch für erneuerbare Energien, aber einfach nur ein Beispiel, wir haben jetzt 5 große Biogasanlagen. Der Lkw-Verkehr allein für diese Biogasanlagen, die müssen jeden Tag befüllt werden, hat sich in manchen Dörfern dadurch verzehnfacht. So, und deswegen sollte man auch mal aufpassen, was man so sagt. Insbesondere was so in die Richtung geht, denn die Leute sind schon offen, die haben viel sich zurückgenommen und haben auch schon viel geopfert an Identität. Und jetzt muss man irgendwie was zurückgeben und das tut man, indem man eben sich öffnet und Räume schafft, die auch durch diejenigen genutzt werden können, Cafés oder Angebote, sich wieder zu treffen. Gut. Vielen Dank. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich nochmal herzlich bei euch allen 4 bedanken für die wirklich interessanten Beiträge und die doch spannende Diskussion. Und möchte eigentlich, ja, denke, das Bild, was hier transportiert wurde, ist ganz klar. Da geht einiges, um es so schön zu formulieren. Und ich denke, da ist auch noch Potenzial für weitere Gruppen. Und man sieht ja, wie schnell das plötzlich gehen kann. Wenn einer anfängt, dann kommen die anderen dazu, weil man sieht, es ist möglich, aber es ist eben auch wichtig, die Unterstützung der Politik zu haben, die da offen ist. Das erleichtert doch einiges. Und damit sind wir nun am Ende. Und ja, ich bedanke mich auch bei all unseren jetzigen und auch zukünftigen Zuschauern, die sich die Recordings anschauen. Und hoffe, ihr bleibt unserem Channel noch ein bisschen treu. Und ich glaube, bei uns geht es erst morgen weiter. Genau, dann am Nachmittag schaut einfach auf fahrplan.alte-hölle.de und ja, damit euch allen noch einen schönen Abend und auch an euch nochmal danke. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.